Magisches Schloss! Oh Mann, ich laufe und laufe, aber der Weg nimmt kein Ende. Es hieß, wir treffen uns bei den Blumen. Au! Ich hab mich verheddert. Wo muss ich denn hin? Aua! Meine Haare! Au! Au! Ui! Oh nein! Au! Auweia! Ah! Quête noire! Das darf ja wohl nicht wahr sein! Puh, da bin ich. Hier treffe ich mich mit Ladybug. So, ich habe alles, was man für ein Picknick braucht, dabei. Zuerst die Picknickdecke. Ladybug isst gerne Obst. Ich habe verschiedenes Obst eingekauft. Ah, und Mais abgekocht. Was Süßes und was zum Trinken gibt's natürlich auch. Fertig. Ja, wo bleibt Ladybug denn? Heute ist tolles Wetter. Ich mache hier eine Pause. Ladybug? Azuela! Bist du etwa in den Matsch gefallen? Azuela, ich bin mit Cat Noir zum Picknick verabredet. Aber so kann ich da nicht hin. Ist auch besser so. Warte, ich habe was in meiner Tasche. Das haben wir gleich. Spiegel, Bürste, Parfüm, noch ein Parfüm, Nagellack und Feuchttücher. Wein doch nicht, das haben wir gleich. Beruhige dich, Ladybug. Denn ich weiß ja, dass Cat Noir dich toll findet. Meinst du? Na klar. Jetzt die Haare. Du bist ja verstrubbelt. Cat Noir hat letztens gesagt, dass er dich mag. Zwar nicht wortwörtlich, aber ich habe es so verstanden. Ich glaube, ich mache dir einen schicken Pferdeschwanz. Okay. Na also, wo wollt ihr beiden euch denn eigentlich treffen? Er hat gesagt, ich soll zum großen Birnenbaum kommen. Ich weiß, wo der ist. Komm, ich zeige es dir. Den Müll nehmen wir auch mit. Warte, Parfüm. So, gehen wir. Na komm. Da sind wir. Er schläft. Er ist beim Warten eingeschlafen. Und was jetzt? Na, wir wecken ihn auf. Cat Noir! Cat Noir! Cat Noir! Ist was passiert? Azuela? Ladybug? Cat Noir, weißt du, wie lange wir schon warten, dass du endlich aufwachst? Hä? Was? Ah, okay. Ja, wir haben eine Ewigkeit gewartet. Lass uns endlich picknicken.